hier ist es mit dem Hafen-Production. Ich wollte euch heute mitnehmen. Ich möchte am Samstag ein Video hochladen, wo es um Weihnachten geht. Wenn ich es schaffe, bis Weihnachten jeden Samstag, falls mir so viele Themen einfallen, aber noch habe ich was im Petto. Und ich dachte, heute fange ich mit Adventskalendern an, weil vielleicht der eine oder andere noch etwas sucht, beziehungsweise sich nur anregen lassen möchte, wenn er einen Kalender selber füllt. Da habe ich nämlich einen für meinen Sohn gemacht, der ist 3 Jahre alt, wie ihr ja wisst. Und vielleicht ist das ein oder andere dann dabei, wo ihr sagt, oft, das wäre auch was, könnte ich vielleicht noch schnell besorgen. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt heute nicht mit dem Licht, mein Helm mal dunkel. Und ich hoffe, die Spülmaschine nervt euch nicht zu sehr. Aber natürlich habe ich nicht nur für den Kleinen einen Adventskalender, sondern auch für meinen Mann und für mich. Also ich habe mir meinen selbst gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich erwachsen bin, ich möchte meinen Adventskalender. Wem geht das auch so? Schreibt es mir bitte gerne mal in die Kommentare. Und dann fangen wir erstmal mit mir an. Ganz einfacher, muss ich auch dazu sagen, von DM. Ein ganz einfacher DM-Bio-Kalender. Freue ich mich schon drauf. Und für meinen Mann, der trägt hier einen Bart und ist seit neuestem ganz erpicht darauf, verschiedene Sachen für sein Bad zum Stylen und sowas zum Auszuprobieren. Und da habe ich einen. Moment. Das ist eine große Überraschung, das weiß er noch nicht. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass er nicht reinkommt. Jetzt muss ich mal hin und her schieben, damit ihr ihn seht. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Vielleicht hat ja auch einer, der eine oder andere von euch eine Freundin, die sich über so einen Bio-Kalender freut oder über so einen Männerkalender. Ist auch alles selbst gezahlt. Ich wollte euch nur mal zeigen, was es bei uns so gibt. Und im Anschluss zeige ich euch gleich den Kalender von Jaden. Bis dann! So, das sind jetzt die Sachen für den Adventskalender. Ich habe das jetzt sortiert vom 1. Seht ihr, was dazwischen ist. Vielleicht kriegt ihr auch noch eine Idee, was ihr für eure Kinder hernehmen wollt. Oder vielleicht auch für euren Freund, so kleine Autos oder den Ehemann. So kleines Badegel ist zum Beispiel dabei. Dann liebt Jaden ja so die Jumpies und da habe ich hinterher noch ein kleines Känguru dazu besorgt. Cars und Paw Patrol habe ich euch ja schon mal gesagt, dass er die so gerne mag. Und was ich noch dazu brauche, sind dann einfach ein paar Holzstäbe, Geschenkpapier, um das alles zu verpacken. Dann natürlich, um die Holzstangen zusammenzukriegen, ist ein Faden, Klebeband, Geschenkpapier für die Geschenke und um die dann später dran zu hängen. Und Zahlen natürlich, damit man weiß, welche Tür dran ist. So, ja, da unten im Hintergrund ist wieder die Hope, ne? So, und dann werde ich euch nachher zeigen, wie er fertig ausschaut. Und ach ja, und die Lichterkette kommt dann nachher auch noch drum. Die habe ich euch beim letzten Haul gezeigt. Damit die dann schön ausschaut, oder der Adventskalender dann schön ausschaut. Also dann, wenn es fertig ist und hängt, zeige ich euch das Resultat. Bis dann! So, jetzt ist er fertig. Der Adventskalender für Jaden. Ist er nicht schön geworden? Und er ist gar nicht so teuer. Ich habe ungefähr 22 Euro ausgegeben mit Lichterkette und allem drum und dran. Also da kann man wirklich nichts sagen. Würde ich behaupten. Und es ist was Gescheites und nicht so was Gekauftes, wo sowieso die Hälfte nicht gefällt, beziehungsweise der Kleine nicht essen mag. Also dann, tschüss! So, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet.
Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr mir natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auch drüber freuen. Und wenn ihr mich kostenlos abonniert, würde ich mich noch mehr freuen. Und dann auch nicht vergessen, die Glocke zu klingeln, damit ihr jederzeit informiert werdet, wann wieder ein neues Video kommt. Also dann, bye!